Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft und heute ist einer dieser 0,5 Parts, wo wir letztlich nur Pflastersteine abbauen werden und ich werde für ungefähr 30 bis 45 Minuten nur Quatsch reden, deshalb seid vorgewarnt und die Vorkehrungen müssen wir jetzt auch erstmal treffen. Erstmal gehen wir hier zu irgendeiner Trashkiste und werfen da hier Sachen wie Eier, Melonenkerne etc. rein, obwohl die hätten wir in die Nahrungs... Ach, das ist jetzt auch... Banane, obwohl, nee, Banane ist es nicht. Ich gucke hier nochmal generell alles durch. Hier ist auch verrottetes Fleisch, Eier. Das könnten wir hier auch mal so ein bisschen die Zeit nutzen, das zu machen. Rosen und sowas gehören da jetzt nicht rein. Dann gehen wir mal zu unserer Saatgutkiste inklusive Nahrung. Nee, ein Schleimball passt da wahrscheinlich nicht so gut rein. Und hier, doch, das ist jetzt alles tipptopp. Benötigen wir hier irgendwas? Irgendjemand meinte auch mal, dass ich noch einen ganzen Stack Fackeln hier irgendwo hätte. Aber den scheine ich wohl immer... Die scheine ich irgendwo schon mal verbraucht zu haben. Und... Nee, das sieht nicht gut aus. Egal, wir wollen jetzt erstmal hier unseren ganzen Mist loswerden. Die werden wir nochmal mitnehmen. Bögen, obwohl jeder Platz zählt eigentlich. Deshalb sollte ich wirklich alles Unnötige... Zum Beispiel eine Eisenaxt werden wir auch einfach nicht benötigen da unten. Denn da werden wir nicht auf Holz treffen. So, das kann weg. Hier daraus könnten wir nochmal schnell ein paar Fackeln bauen. Denn die gehen da ja teilweise auch ganz gut weg, wenn wir uns immer so weiter nach vorne graben. Aber brauchen wir mehr als ein Stack? Naja, wenn nicht, kommen wir eben wieder zurück und dann könnten wir in der Zeit auch die Pflastersteine wieder ablegen. Und dann werde ich jetzt aber trotzdem nochmal ein paar Eisenspitzhacken bauen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, haben wir denn überhaupt noch Stöcker? Beziehungsweise Holz. Weil hier vorne hatten wir nur Fichtenholz. Fichtenholzbretter. Hier sieht man die Unterschiede leider auch nicht ganz so gut. Oh, oh, oh. Das ist jetzt ja wirklich ein wenig prekär. Verzögert das Ganze unnötig. Tropenholz. Das wollte ich ja auch nicht opfern. Toll, wir haben ja Eichenholzstufen. Aber ich wage mal ganz stark zu bezweifeln, dass wir... Ah, das kann doch... Hier haben wir zwei Eichenholzbretter. Die werden uns aber... nicht genügen. Ah, Mensch, ist das alles wieder nervig. Schlecht vorbereitet. Dann werden wir uns jetzt doch nochmal nach draußen begeben müssen. Für ein wenig Holz. Zack, Eisenaxt. Dann machen wir das einfach mal schnell. Wir haben ja heute die Zeit. Denn wir haben in diesem Part ja keinerlei Zeitdruck oder sonstiges. Okay, haben wir sonst auch nicht, aber wie gesagt, seid vorgewarnt. Die, die das schon ein bisschen länger kennen. Hier wird nichts gebaut. Es werden letztlich nur Pflastersteine abgebaut, die wir für unsere großen Wallanlagen etc. benötigen. Und dich können wir jetzt auch noch mal kurz platt machen. Dann werden wir kurz mal schnell in den Wald gehen. Genau. Ne, ein bisschen tiefer rein. Den nehmen wir einfach mal mit. Ah, und hier ist auch eine Spinne. Ich hätte vielleicht doch mal eine Runde schlafen gehen sollen. Dann hätten wir jetzt hier dieses große Problem nicht gehabt. Ich werde mal... Oh, insgesamt drei Bäume mir schnappen. Und dann geht es auch... fix unter Tage. Oh, ein Creeper. Oh, das war knapp. Dann triffst du uns. Ach, jetzt müssen wir hier die ganze Zeit unnötig kämpfen. Aber wen wundert's? Denn es ist Nacht. So, das sollte jetzt auch reichen. Ich möchte jetzt hier nicht meine Zeit verschwenden. Denn wir haben es gerade Freitag, 13 Uhr. Und ich wollte eigentlich mit meinem Vater essen gehen. Nur hat er sich leider beim Sport... Irgendwie was an der Schulter hatte er und da ist er jetzt gerade zum Arzt. Deshalb hat er mir leider abgesagt. Aber nur gut, kann man nichts dran ändern. Dementsprechend habe ich jetzt mehr Zeit und kann hier das schön aufnehmen. So, ja, wir haben jetzt ja alles. Gehen jetzt fix hier runter. Und dann schnappen wir uns das Eichenholz. Dann werden wir doch hier mal ein paar Stöcker draus bauen. Hä? Nur 16 Stück? Wir haben nur 16 Stück aus diesem Holz rausbekommen. Egal. Nun gut. Bauen jetzt einfach mal eine Runde ein paar Eisenspitzhacken. Und ich habe hier schon wieder so viel Müll aufgesammelt. So, denn die sind ja schon so ein bisschen angehauen. Ich werde einfach nochmal die hier mitnehmen. Und dann sollten wir von denen auch genügend haben. Schaufeln, zwei Stück. Ah, wir nehmen auch nochmal eine Schaufel mit. Denn manchmal trifft man schon des Öfteren auf so ein bisschen Erde. Aber so sollten wir jetzt gut gerüstet sein. Und die Knochen kommen hier wieder in irgendeine Rumpelkiste. Die ist auch noch völlig leer, die Kiste hier vorne. Das wundert mich ein bisschen.
Ach, da unten sind die hinplatziert worden. Oh, ich Blindfisch. Können wir aber wenigstens noch mal ein paar Fackeln bauen. Andersrum. So, dann sollten wir jetzt aber wirklich von allem genügend haben. Hat ja auch lange genug gedauert mit den Vorbereitungen. So, die Eisen... Genau, die Eisenaxt kommt weg. Und dann haben wir jetzt die perfekten Voraussetzungen, um hier mal wieder weiter so eine Art Strip Mining zu betreiben. Zumindest ich nenne es Strip Mining. Ich habe mir immer das noch nicht genau angeguckt, wie man das denn jetzt am besten macht. Aber ich grabe mich einfach in tiefen Regionen immer weiter geradeaus. Und das hat das letzte Mal auch relativ gut funktioniert. Und ich sollte jetzt mal was essen. Und dann gucke ich auch gerade zum ersten Mal zu nach rechts auf meinen Laptop und sehe, Meteorit schlägt auf der Erde ein. Und das ist ja wirklich ein ziemlich gruseliges Szenario, wenn man so überlegt. Oh, was? Wie können denn hier Monster spawnen? Ist doch mega hell hier unten. Das ist auf einmal so ein Meteorit. Ich meine, dagegen kann man ja nicht viel machen. Wir haben ja nirgendwo irgendwelche Abwehrsysteme gegen Meteoriten. Und auch wenn es wahrscheinlich... Wow, was ist denn hier los? Oh, hier lädt die Welt gar nicht richtig nach. Was ist denn hier kaputt? Ist aber nicht schön. Sie sehen hier ganz weit nach vorne. Das ist jetzt ja ärgerlich. Und wie weit wir hier schon gegraben haben. Und das nervt mich persönlich gerade extrem. Hier sehen wir auch, dass da hinten... Oh, das sieht ganz unten noch ganz, ganz viele... Hier, wow, das ist ja riesig. Aber nun gut, das interessiert uns jetzt eigentlich eher nicht. Wir wollen hier weiter nach unten, um hauptsächlich Diamanten zu finden, mit denen wir dann irgendwas Tolles bauen können. So, und hier sind wir, glaube ich, auch schon wieder... Genau, hier waren wir auch ganz unten. Ach, genau, das meintet ihr, diese... Dass das diese anderen Blöcke sind, weil die auch diese Partikeleffekte besitzen. Und dann werde ich mich doch einfach mal jetzt hier in dieser Tiefe hier einfach weiter graben. Und ich hoffe mal, dass wir heute ordentlich Pflastersteine sammeln können zusammen. Und ich habe jetzt auch endlich begonnen, mir The Walking Dead anzusehen. Das ist ja so eine Zombie-Serie und wow. Also ich habe mich die ganze Zeit nicht gesträubt, aber ich war irgendwie, ja, man kann schon was sagen, zu bequem, jetzt wieder eine neue Serie anzufangen. Denn ich weiß, dass ich von... Jetzt fährt hier gerade scheinbar die Krankenwagen vorbei oder die Polizei. Denn ich wohne relativ nah an der Hauptstraße und das hört man dann immer sehr gut. Auf jeden Fall, ich bin immer jemand, wenn mir eine Serie gefällt, dann werde ich auch sowas, dann suchte ich die extrem und kann es kaum erwarten, sie ja die ganzen Folgen durchzugucken. Und deshalb ist es eigentlich auch meistens von Vorteil, wenn die Serie schon abgedreht wurde und ich nicht dann jede Woche wieder auf eine neue Folge warten muss. Aber momentan bin ich bei The Walking Dead sowieso erst bei Folge 6. Und ich muss sagen, bis dato ist das extrem geil und ja... Zombie-Apokalypse. Hoffentlich wird das niemals der Fall sein. Ich wüsste zwar auch nicht... Hey, ich denke mir sowieso, aber ich meine, Zombies sind doch sowas von unflexibel und ich meine, da muss man doch nur einmal einen verdammt tiefen Graben bauen. Ich meine, ein Zombie kann ja nicht wirklich springen. Also zumindest in deren Version. Und die können über Zäune springen, das ist klar. Aber die kommen doch nicht irgendwie, wenn man so ein 10 Meter tiefes Loch buddelt, was einfach mal komplett steil ist. Da kommt doch kein Zombie der Welt hoch. Also das kann mir doch keiner erzählen. Aber na gut, wenn das der Fall wäre, dann wäre so eine Serie natürlich auch völlig langweilig. Yay, eine Folge. Alle Zombies kommen nicht mehr von dieser einen Insel, weil sie alle in den Graben gefallen sind. Oder von der Insel. Ja, es wäre dann ja eine Insel, wenn man sozusagen so einen Graben gräbt und da vielleicht noch Wasser reinmacht. Können Zombies eigentlich schwimmen? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall kann ich The Walking Dead nur jedem empfehlen. Ist jetzt auch nicht wirklich gruselig oder richtig brutal ist es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die Cut-Version mir angesehen habe oder Uncut. Auf jeden Fall weiß ich zumindest, dass ich das wirklich jedem nur empfehlen kann. Auch vielleicht Leuten, die, na okay, etwas jünger. Ich weiß nicht mal, welche USK oder sowas das hat. Aber wie gesagt, schaut euch einfach mal einen Trailer auf YouTube an. Von der ersten Staffel, sowas wird es da ja auf jeden Fall geben und entscheidet dann selbst, ob ihr das gucken wollt. Ich kann es, wie gesagt, nur jedem sehr, sehr empfehlen und ich werde jetzt mal gucken, was ich noch so auf den Internetseiten dieser Welt so finde an tollen News.
Oh, das ist schon wieder eine Eisenspitzhacke weggegangen. Geht aber schnell. Ich könnte eigentlich auch immer... Das war eigentlich auch keine schlechte Option. Warte mal. Wenn ich einfach... Wow, Lava! Dang it! Okay, jetzt weiß ich, wieso ich das nicht... Ich wollte eigentlich irgendwas so an meine W-Taste legen. Und dann hätte ich im Grunde genommen nur Maustaste gedrückt und wäre dann immer automatisch nach vorne gelaufen und hätte dann einfach immer so gegraben. Obwohl, das geht ja gar nicht. Dann pralle ich ja hier unten immer gegen. Nur gut. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir hier vorne Lava haben. Und als andere Story gibt es ja gerade, oder das ist gerade in den News. Oh! Oh yeah, das. Redstone. Dass dieser Patreus, nee, wie hieß der? Warte mal, ich guck das mal nach. Das wird doch sicherlich hier noch irgendwo stehen. Und zwar, wie hieß der? Pistorius. Und der hat ja, man weiß es nicht, aus Versehen, ist noch relativ unklar, seine Freundin erschossen. Und er wohnt eben in Südafrika, ein Land mit einem ganz großen Problem in Sachen Sicherheit. Also da ist eine sehr, sehr hohe, oh Gott, das ist so knapp hier die ganze Zeit, sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate. Und da hat er wohl anscheinend seine Frau mit einem Einbrecher verwechselt. So ist zumindest seine Story. Es gab wohl auch vorher schon Anzeichen von häuslicher Gewalt, aber also mein wow, ach hier ist Kies. Mein Bauchgefühl ist jetzt, ich gehe sowieso immer meistens eher vom Guten im Menschen aus, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass er das wirklich also einfach aus Sorge gemacht haben kann, weil sie wollte ihn wahrscheinlich auch, oder das stand da auch, sie wollte ihn überraschen. Und dann ist so dieser dieser wichtige Punkt, wie will man das dann bestrafen? Also ich meine, gibt es für, ich habe jemanden aus Versehen erschossen, weil ich dachte, es wäre ein Einbrecher, also da würden mich die Strafen mal sehr, sehr interessieren, ob man dann bei sowas freigesprochen wird oder wie wird sowas gehandhabt. Ich bin leider auch kein Rechtsexperte, dementsprechend habe ich da wahrscheinlich genauso viel Ahnung davon wie ihr, aber vielleicht hat ja irgendjemand einen Anwalt, Richter, whatever, als Vater, den man mal fragen könnte, ich weiß es ja nicht. Es gibt ja eigentlich relativ viele Juristen und Anwälte. Habe ich zumindest mal gehört, also ein paar Freunde von mir studieren auch Jura, und da heißt es ja eigentlich immer, ah, Jura, da gibt es doch sowieso genügend Juristen von, es ist ganz, ganz schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. Aber weiß nicht, wenn man mal so eine eigene Kanzlei oder so hat, ich glaube, und die einen renommierten Namen hat, dann kann man da definitiv ganz gut Geld mit scheffeln. Man sollte sich wahrscheinlich einfach auf Scheidungen oder so spezialisieren, denn das ist auf jeden Fall ein sicheres Geschäft in der heutigen Zeit. Denn ich denke mal, die Rate geht immer noch steil nach oben mit den ganzen Scheidungen. Oh, und hier haben wir Erde. Das ist jetzt ziemlich gerade nervig. Und wir haben noch keine Diamanten gefunden. Ich weiß nicht, muss ich noch weiter nach unten? Aber ich glaube, wir sind doch hier auf einer soliden Tiefe. Und ich bekomme hier gerade einen Anruf. Ach, es ist wieder die Telekom. Die lasse ich einfach mal klingeln. Hey, ich verstehe das auch nicht. Ich hab denen doch mal gesagt, sie sollen mich aus ihrer verfickten Liste da rausnehmen. Warte mal, oh, verdammt, zu spät. Damn it. Oh, ich hätte das dann auf Lautsprecher machen können. Das wäre doch auch mal was Schönes gewesen, aber nun gut. So, dann machen wir hier mal die ganze Erde. Oh, hä? Nee, das sieht einfach nur so aus. Ich dachte, das wäre irgendwas wie Redstone oder so. Wie viele Stacks? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Könnten mal die auf 4 tun? Nee, auf 5. So. Dann können wir hier den Redstone abbauen. Mit unserer tollen verzauberten Spitzhacke. Und hier mal wieder für ein bisschen Licht sorgen. Oh yeah. Mehr Redstone. Und keine Lava. Ich weiß, das eine Mal, wo dann die Lava, glaube ich, ist die von oben oder so gekommen. Das war auf jeden Fall nicht lustig. Eine definitive Schrecksekunde. Und so. Stimmt, und dann gab es ja auch diese Story mit dem, da haben doch irgendwelche Leute diesen Balsenkeks geklaut. Und es werden ja auch immer mehr Stimmen laut, die sagen, dass das ein Werbegag ist von der Firma Balsen. Oder zumindest, dass sie das geschickt ausnutzen. Also falls es
Falls das der Fall ist, dann ziehe ich vor dieser Marketingabteilung auf jeden Fall meinen Hut, wenn das alles vorher geplant war. Obwohl, es wär, nee, das dürfen sie ja gar nicht machen, weil das ja Vortäuschung einer Straftat wäre. Das wäre auf jeden Fall nicht so gut. Denn sowas ist ja auf jeden Fall verboten, aber wenn... Trotzdem ist es, ne, also es ist letztlich für Balsen einen bestimmten einen Marketingvolumen, was sie da erreicht haben mit dieser ganzen Sache von bestimmt ein paar Millionen Euro. Ich meine, das haben sie jetzt einfach mal gespart. Und jetzt kommt hier auf einmal Kohle, worauf ich gerade gar keine Lust habe. Aber egal, wir werden uns hier trotzdem weitergraben. Und auf jeden Fall fand ich die Idee lustig und es hat ja auch letztlich niemandem geschadet. Ich glaube, diesem Keks ist kein Schaden entstanden. Andererseits muss man sagen, dass die Polizei damit natürlich beauftragt wurde und sich auch diesem Fall angenommen hat. Und da entstehen dann sozusagen passiv schon ein paar Kosten, aber ich weiß es nicht. Ist auch sehr kompliziert. Und dann, stimmt, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch Fußballfans sind. Und ich habe zum Beispiel im Freundeskreis jemanden, der ist extremer Dortmund-Fan. Und den habe ich auch letztlich auf Facebook geblockt. Also, dass keine Nachricht mehr von ihm auf meiner Startseite da erscheint, pipapo. Weil, oh, der hat immer so eine Kacke geschrieben. Also, es gibt ja so eine Fan-Rivalität zwischen Dortmund und Schalke. Und das ist natürlich ganz extrem. Und dann schreit, hat er da immer geschrieben, Tod und Hass dem Schalke 04 und dann eben auch damals noch gegen Neuer. Und wenn ich habe mir immer gedacht, wow, ey, wie dumm. Ich meine, nicht mal als Spaß würde ich schreiben, Tod und Hass, Schalke 04, bla bla bla. Also, weiß nicht, teilweise finde ich das auch, weiß nicht, ziemlich grenzwertig, diese Fans. Also er hat uns da so ein paar Geschichten erzählt, wenn sie dann irgendwie mit der Bahn reisen und dann irgendwelche Rauchbomben an irgendwelchen Bahnhöfen zünden und dann gab es da wohl irgendeinen Kiosk, den sie da, wo dann regelmäßig bei der Tour geklaut wird, weil der liegt irgendwie an so einem Bahnhof und dann steigen da eben kurzzeitig ein paar Leute aus und die gehen dann eben schnell in den Kiosk und holen sich nochmal was, während der Zug eben da irgendwie 5 oder 10 Minuten hält. Und ey, nur zur Info, ich habe mit dieser Person so gut wie gar nichts zu tun. Die war zwar mal in meinem Freundeskreis mit drin, aber die ist jetzt endgültig nach Dortmund gezogen. Was auch, was ich nicht unbedingt schlimm finde. Und wie gesagt, ist alles ein bisschen grenzwertig. Obwohl, ich weiß gar nicht, war die Story von ihm oder war die Story mit diesem Bahnhof von einer anderen Person? Auf jeden Fall finde ich, ist sowas ziemlich grenzwertig und irgendwo muss man dann auch mal so das Fansein ein wenig hinterfragen. Und weiß nicht, Tod und Hass, allein dieser Satz und oh, was der Typ immer geschrieben hat auf Facebook. Egal, war auf jeden Fall sehr, sehr weirdo. Und ich wollte auch eigentlich mal über ein paar... Gibt's ja nicht irgendwelche erfreulichen Themen, die wir mal hier haben. Nee, nicht wirklich. Dann gucken wir doch mal auf GameStar. GameStar hat doch immer tolle Sachen. Und ich merke schon wieder, wie mein Hals unheimlich trocken und rau wird. Ich hasse das. Ich habe mir leider auch vergessen, ein Wasser hier ranzustellen. Aber nur gut. Aliens Colonial Marines. Stimmt, darüber wollte ich auch nochmal reden. Da hatte ich teilweise überlegt, ob ich mir das holen soll und darüber ein Let's Play machen soll. Aber das Spiel wurde ja in der Presse sowas von niedergemacht. Und auf jeden Fall scheint das Ganze gerechtfertigt zu sein. Also von den Wertungen her ist es auf jeden Fall nicht gut angekommen. Wir schnappen uns hier mal kurz... Oh, hier ist ganz viel Eisen. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, noch zu warten, und man sollte sich in der heutigen Zeit sowieso ganz genau überlegen, ob man Spiele überhaupt noch vorbestellt etc., denn man kann sich da meistens nicht mal mehr sicher sein, dann gibt es da einfach ein gutes Marketing hinter, die dann irgendwie die besten Stellen zusammenschneiden und dann werden Preview-Versionen... Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz selten nur noch Demos von Spielen, was auch ziemlich traurig ist. Ich glaube, früher war das so, wenn man ein Spiel keine Demo hatte, dann war das wirklich schon so, wow, was, keine Demo? Was ist denn da los? Und es hat sich ja mittlerweile so ein bisschen eingebürgert, dass es von den wenigsten Spielen noch eine Demo gibt, was ich sehr, sehr schade finde. Ich meine, es muss doch wohl möglich sein. So viel Arbeit kann das doch nicht sein, eine Demo noch dazu zusätzlich rauszubringen, aber... Bei Colonial Marines war es wahrscheinlich eine gute Idee, so konnten sie zumindest
noch ein paar, ja, ein bisschen was verkaufen für die Leute, die sich da vielleicht nicht so schlau drüber gemacht haben und gesagt haben, Mensch, die Trailer sehen gut aus, kaufe ich das mal. Und ganz ehrlich, also ich habe früher zum Beispiel PlayStation-Spiele oder auch Super Nintendo-Spiele, da war ich kleiner, nur nach dem, was auf dem Rückcover war, also wie das da hinten alles so aussah. Und da hat man natürlich auch den einen oder anderen Fehlkauf dabei gehabt. Aber so hat man früher eben seine Spiele gekauft. Da hat man nicht nach Wertungen geguckt oder so, sondern man ist einfach in den Laden gegangen, hat geguckt, oh, was gibt's für neue tolle Spiele. Und dann hat man das Spiel kurz umgedreht, hat geguckt, wie der Text, was da hinten so auf diesem Text steht. Und dann hat man die Spiele eben gekauft. Und da waren schöne Spiele dabei. Aber eben auch der ein oder andere Flop. Ich kann mich noch, ich habe mir einmal so ein Motorradspiel gekauft. So Motorradrennspiel. Das war auf jeden Fall ein ziemlich großer Flop. Aber dann gab es auch zum Beispiel Spiele wie Road Rash. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war so ein Biker-Spiel. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr guter Kauf. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, so war das halt damals, als ich noch jung war. Jetzt bin ich ja am 5. Januar 25 geworden, ja. Die Jugend ist vorbei. Die Leidenszeit beginnt. Man bekommt langsam Gebrechen, man hat's im Rücken. Nein, so schlimm ist es nicht. Und, ach, da oben vorne ist Kohle, ich dachte, da wäre Lapis. Könnte mal gucken, wie viel Sachen wir noch haben. Oh, wir müssen noch eine lange, lange Zeit überbrücken und mein Hals nervt mich gerade schon wieder extrem. Da meinte auch einer, das eine Mal in den Kommentaren, du hast auch wohl immer irgendein Gebrechen. Und da meinte ich, ja, entweder habe ich in den Let's Plays Hunger oder ich habe mich in irgendeiner Art überfressen. Aber das meistens wirklich, also ich fange da mit dem Let's Play an und dann merke ich während dieser Zeit, boah, du hast aber auch gerade mega Hunger. Und ich sage eben meistens immer das, was mir in den Kopf schnellt. Also es ist nicht so, dass ich eine halbe Stunde vor dem Let's Play mich in irgendeiner Weise vorbereite, sondern ich versuche relativ spontan zu sein und finde ich, ist auch nicht schlimm. Also ist besser, als wenn jemand da irgendwie alles komplett durchstrukturiert hat. So entstehen dann vielleicht auch mal irgendwelche konfusen Sachen und weiß nicht, ich finde das alles ein bisschen besser. Natürlich könnte man dann sich zumindest 10 Minuten drauf vorbereiten. Das mache ich auch manchmal. Dann überlege ich vorm Let's Play mir irgendein Thema, über das ich vielleicht reden könnte und dann läuft das auch. Also das ist jetzt kein großes Problem. Was aber ein großes Problem ist, ist jetzt mal ein weiteres Thema zu finden. Dann werde ich mal auf die Trash-Seite in puncto News gehen. Short News. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Mann findet ausgestopfte Katze, ist eine 2000 Jahre alte ägyptische Mumie. Oh, okay. Stimmt, da gab es doch auch gerade diesen so eine Reportage über Amazon. Und dass es da wohl ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Und ich persönlich muss einfach sagen, Leute, wieso gibt es da so eine riesige Empörung? Ich meine, erstens ist Amazon ein riesiges Unternehmen, was, glaube ich, auch mit seinem Standpunkt Deutschland, da haben sie eben ihre Logistikzentren. Ich meine, das ist verdammt teuer. Und wenn sie dann, ich meine, unsere Gesellschaft ist einfach extrem geizesgeil. Und dann, was, die werden ganz schlecht bezahlt? Und dann regen sich die Leute auch noch darüber auf, denken aber nicht darüber nach, also das nervt mich auch persönlich, denken nicht darüber nach, was für Kleidung sie an den Füßen tragen, wo ihr Essen, wo ihr Obst herkommt. Diamanten! Hululu! Nun gut, wir reden gleich mit dem... Ach doch, warte mal, wie viele Diamanten kriegen wir? Oh yeah. Komm schon. Oh, waren es wieder... Oh, 3 Stück, perfekt. So. Wo war ich jetzt genau? Ich war bei den Sachen. Genau, wundern sich. Ich meine, die Sachen, die aus China kommen, da haben die Leute noch weniger zu fressen, würde ich mal sagen. Genauso wie in irgendwelchen Obstplantagen, pipapo. Also, und dann regen sich die Leute, ja, weil das in Deutschland ist. Ich meine, uns geht's gut in Deutschland. Also, wir haben keine Probleme. Ich meine, wenn man sich das mal mit anderen Ländern vergleicht, sagen wir in Asien oder in Afrika oder so, oder selbst teilweise in europäischen Ländern, da kann man nicht sagen, uns geht's schlecht. Ich meine, Helmut Schmidt hat zum Beispiel auch gesagt, uns geht's gut wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube zumindest, also ich sehe das eigentlich auch genauso. Ich meine, es fehlt uns doch letztlich an nichts. Also es muss doch hier wirklich, wir haben genügend Hilfe vom Staat, es muss hier, eigentlich muss niemand hungern.
Also, weiß ich nicht. Ich kann das Ganze teilweise einfach manchmal nicht nachvollziehen, dass viele Leute sich immer noch über den deutschen Staat beschweren und dass es Deutschland generell einfach schlecht geht. Und ich persönlich kann einfach, ich persönlich kann das nur verneinen. Es gibt natürlich auch noch andere Fälle, aber Ausnahmen gibt es überall, aber grundlegend kann man einfach sagen, dass es Deutschland nicht schlecht geht. Und ja, es gibt auf jeden Fall andere Länder, wo das Leben definitiv nicht so angenehm ist wie in Deutschland. Und ich meine, wir leben, das meinte ich auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Part, wir leben einfach auf Kosten anderer. Wenn China oder wo wird noch viel produziert, Vietnam, Indonesien oder so, wenn die gleichen Löhne hier hätten wie wir, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Wir müssen letztlich andere Länder aufgrund ihrer niedrigen Löhne ja praktisch ausbeuten. Natürlich muss man sagen, dass dort eben auch Lebensmittel etc. nicht so viel kosten. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Aber nichtsdestotrotz leben die trotzdem noch kein solch gutes Leben, wie wir das hier führen. Also, weiß ich nicht. Und dass sich da teilweise immer Leute noch so darüber beschweren, kann ich teilweise einfach nicht wirklich nachvollziehen. Und mich nervt hier gerade so ein bisschen der Kies. Kann sich gerne mal verpieseln. Aber dadurch, dass wir eben ein paar Diamanten gefunden haben, ist das doch gar nicht so schlecht. Das heißt, wir sind auf jeden Fall hier auf der richtigen Fährte, was Diamanten angeht. Aber ich glaube, ich habe auch gelesen, dass man irgendwie dann immer hier die Richtung wechseln muss und dann mal nach da und dann da durch. Aber das passt doch gerade alles. Hier haben wir dann auch wieder ein bisschen Lapis. Schnappen wir uns doch auch mal eine Runde. Und man muss sagen, unsere Spitzhacke ist da schon so ein bisschen angekratzt. Also unsere aus Diamanten. Und wir haben auch gar nicht mehr so viele Eisenspitzhacken. Diese und noch eine. Und dann werden wir mal wieder zurücklaufen. Und dann werden wir die Pflastersteine zurücklegen. Und dann nochmal eine weitere Runde Pflastersteine sammeln gehen. Denn ich brauche einfach mittlerweile Unmengen davon. Ich möchte es wirklich eher vermeiden. Jetzt wirklich jede Woche, na okay, jede Woche werde ich wahrscheinlich das trotzdem machen müssen. Aber eben nicht irgendwie jeden zweiten Tag nochmal hier runter zu gehen. Denn ich muss sagen, so viel Spaß die Let's Plays auch machen, dieses ganze Meinen hier, vor allen Dingen so lange Parts sind für meine Stimme wirklich immer sehr anstrengend. Jemand meinte auch, mach das doch einfach so, dass du das aufnimmst, nicht redest und dann lässt du das einfach vierfach abspielen und dann quatschst du eben darüber. Ist eigentlich auch keine schlechte Idee, aber weiß nicht. Oh, wir sind schon voll. Verdammt, wir werfen die Erde weg. Weiß nicht, ich mach das erstmal so und wenn es mir wirklich irgendwann völlig überdrüssig ist, dann werde ich das auch machen, falls meine Stimme dann komplett angeschlagen ist. Aber momentan ist es einfach so, als hätte man so einen betriebenstrockenen, gereizten Rachen. Und das ist wirklich ein bisschen nervig. Aber na gut, genug beschwert, ist ja nicht so, als würde es mir wirklich schlecht gehen. Und das können wir Deutschen ja eigentlich sehr, sehr gut uns über alles und jenes beschweren. Und vor allen Dingen so der Neidfaktor in Deutschland ist, glaube ich, ganz, ganz hoch. Man sollte ja nicht zeigen, was man an Besitztümern hat. Also weiß nicht, das ist ja wirklich so. Also die Deutschen beschweren sich gerne. Okay, jetzt verallgemeinere ich natürlich auch. Das lässt sich bei solchen Sachen einfach nicht vermeiden. Und ich glaube, in Deutschland herrscht auch ein ganz großer Neid unter den Leuten. Guck mal, was der für ein Auto fährt. Das kann er doch nicht ernsthaft verdient haben. Und es sind ja auch einfach so diese Vorurteile, die da sind. Also das kenne ich ja auch, das hört man ja des Öfteren so. Da hatte ich letztens Roach und Böhmermann gesehen. Das ist eine so eine Talkrunde auf ZDF Info. Ich glaube ZDF Info. Und kann ich nur jedem empfehlen, googelt das mal. Guckt mal auf YouTube. Die machen wirklich eine sehr, sehr interessante Show, haben auch immer sehr, sehr coole Gäste und da war eben auch Hans Sapay mal. Und der hat ja auch so den einen oder anderen Euro als Fußballer verdient und er hat allerdings nicht gesagt, welches Auto er fährt. Aber er meinte eben auch, dass er des Öfteren angehalten wird, weil er eben ein gutes Auto fährt. Und dann wird er eben, nur weil er schwarz ist, von der Polizei eben angehalten und ist eigentlich schon ziemlich traurig, dass es solche Zustände letztlich gibt, dass Polizisten dann jemanden anhalten, nur weil er schwarz ist.
und ein gutes Auto fährt und dann sagen sie, ja, okay, die Chance ist höher, dass dort eben dass das ein geklautes Auto ist, pipapo. Dann ist natürlich die andere Seite der Medaille, ist natürlich in irgendeiner Weise muss es ja rein theoretisch, es sei denn, es ist natürlich Willkür, so, dass die Statistik einfach höher ist oder die Kriminalitätsrate bei einer bestimmten Hautfarbe zum Beispiel. Ich meine, das muss doch auf irgendwelche Statistiken gestützt sein. Ansonsten wäre es ja reine Willkür, dass sie dann sagen, okay, wir werden vermehrt zum Beispiel jetzt eben in Hans Sapais Fall Schwarze anhalten, die teure Autos fahren. Dann muss doch dahinter irgendwie eine Statistik stehen oder sonst was, dass eben vermehrt Schwarze solche Autos klauen. Ich meine, das sonst wäre das wirklich Willkür und wäre einfach das Lächerlichste. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche Fälle definitiv gibt, wo das Ganze einfach nur Willkür ist. Aber ich, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das eben nicht der Fall ist. Denn es wäre mehr als traurig, denn ich bin definitiv kein Freund von Rassismus in irgendeiner Art, geschweige denn Vorurteile gegen irgendeine Menschengruppe. Und ja, verurteile sowas persönlich sehr, sehr stark. Und wir müssen jetzt hier nochmal diese Eisenspitzhacke verhauen. Nicht verhauen, sondern abarbeiten sozusagen. Und wir haben auch nicht mehr allzu viel Platz und ich wüsste jetzt spontan auch nicht, was ich jetzt hier gleich wegwerfen würde. Ansonsten gehen wir vielleicht wirklich gleich schon mal nach Hause. Wenn wir jetzt vielleicht die Spitzhacke hier fertig haben, dann werden wir die ganzen Pflastersteine weglegen. Und dann gibt's Runde 2. Und ich muss sagen, ich habe gar keine Lust auf Runde 2. Ich möchte Wochenende. Ich muss auch noch ein paar andere Let's Plays aufnehmen. Und vor allen Dingen muss ich noch an meinen Specials arbeiten. Weil ich da leider auch ein paar schlechte Nachrichten habe. Okay, wenn dieses Video da ist, habe ich das sowieso schon angekündigt. Denn ich habe leider kein Programm. Ich rendere meine Sachen ja immer im MKV-Format. Und irgendwie, wenn ich die fertig gerendert habe, lösche ich natürlich die Sachen, die ich mit Fraps aufgenommen habe, denn die sind meistens so 30, 40 GB groß. Und die fertig gerenderten Sachen, die ich uploade, sind meistens so zwischen 500 und 1 GB. Aber die kann eben kann mein Schnittprogramm nicht lesen. So, warte mal, wir werden die doch nochmal ein bisschen für einen Stack. Und das ist extrem Mist. Dafür habe ich allerdings, kann ich das bei Happy Wheels machen, weil ich das im MP4-Format rendere. Weil ich das mit einem anderen Schnittprogramm fertig mache. Und was ich aber nicht für diese MKV-Dateien etc. machen kann, ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall nervt mich das extrem, dass ich hier meine Minecraft-Sachen nicht verwenden kann. Da werden wahrscheinlich auch der eine oder andere nicht gerade so erfreut drüber sein, aber letztlich kann ich es nicht ändern. Geht eben nicht anders und ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich werde, wenn wir hier gleich fertig sind, den Part für heute doch beenden und dann vielleicht später nochmal zu späterer Zeit einen 0,5 Part machen, denn mein Hals nervt mich gerade extrem. Und das ist relativ unangenehm und ich glaube, wir haben jetzt hier, obwohl, können wir den Kies nochmal wegnehmen? Jawohl, dann können wir hier doch nochmal ein paar mitnehmen. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal genügend Pflastersteine haben für die Höhe, für die hohe Mauer. Da müssen wir auch nochmal diesen Minecart-Tunnel bauen. Und dann müssen wir auch noch ein schönes Tor an die Front bauen. Beziehungsweise die Front ist ja in unserem Fall die Seite, die zu den Bergen zeigt. So, wie viel haben wir jetzt? 58. Jetzt werden wir die wahrscheinlich nochmal alle einsammeln. Ja, genau, haben wir 64. Und dann geht es jetzt wieder Richtung Heimat. Das ist ja auch wieder ein ordentlicher Gewaltmarsch. Guck jetzt nochmal, ob wir hier irgendwie Diamanten sehen. Aber das ist nicht der Fall. Und wie gesagt, ich weiß, Strip Mining macht man wahrscheinlich. Wow, wo kommst du denn her? Ah, geht weg. Ach, jetzt können wir diese Schleimdinger. Wow, oh nein, ganz viele von denen. Geht weg. So, die müssen wir jetzt nochmal alle bekämpfen. Gibt aber gut EP, oder? Sind ja auch schon wieder auf Level 42. So, Erfahrung eingesammelt. Und dann müssen wir hier nach links und wieder nach hoch. Wahrscheinlich dauert der Weg jetzt zurück länger als das ganze Sammeln der Pflastersteine. Nein, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein.
Und ich denke, beim nächsten Mal werde ich auch wieder ein neues Pack nehmen. So, ganz schnell zurück. Also ich muss sagen, wir haben schon verdammt weit gegraben. Oh, und wir sollten auch mal wieder was essen. So, jetzt aber schnell ein Schrittes zurück. Kanzlerduell mit Stefan Raab steht hier auch noch. Steinbrück lenkt ein, aber das sind alles nicht interessante News und ich weiß nicht, was das hier mit meinem Texture Pack, also was hier los ist. Ich habe eigentlich die Reichweite auf super hoch gestellt. Also normalerweise sollte man das hier gar nicht sehen und das nervt mich persönlich. Aua! Und wir sehen hier gerade die komplette Welt. Ey, wie verbuggt das ist. Das gibt's ja nicht. Und ich möchte das alles gar nicht sehen. Ich möchte das ja selber erkunden. Hier höre ich auch schon wieder irgendwo einen Huhn. So, jetzt nur noch geradeaus hier. Und dann können wir die Pflastersteine auch ablegen. Ich denke mal, wir sind auf jeden Fall hier gerade bei knapp 35 Minuten, werden wir auf jeden Fall geschafft haben. Und das ist doch auf jeden Fall nicht schlecht. So, ich werde definitiv mal das Texture Pack wechseln. Denn das kann hier ja nicht angehen. Doch, warte, wir haben ja hier vorne noch die leere Truhe. Hier werden wir einfach mal die ganzen Pflastersteine reintun. Ja, da haben wir doch ordentlich was gesammelt. Und können auch alternativ mal hier ein neues Redstone-Lager aufbauen. Genauso hier den Lapis rein. Und wir könnten mal gucken. Kohle bleibt hier drin. Die Diamanten. Wow, also wir haben jetzt schon 22 Diamanten. Nicht schlecht. Hier können wir uns nochmal ein bisschen Gold schnappen. Hier schön Eisenbarren. Und hier auch nochmal 28 Stück. Sind wir doch auch glatt wieder Level 23. 23, 43 natürlich. So, hier in den Ofen. Und hier kommt noch das Golderz rein. Hier dürfen dann die Eisenbarren Platz nehmen. Und die Goldbarren natürlich auch. Und ich denke, wir können ja nochmal hier in die Truhe gucken. Moment, wo haben wir sie denn? Da. Das sind doch erstmal wieder genügend Pflastersteine, um ein, zwei Parts lang etwas weiter zu bauen. Und ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao, ciao.